Ding Dong. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Zwickau Road to Glory. Ich hoffe, ihr habt die Folge von heute Mittag auch schon gesehen. Heute Morgen besser gesagt, 10 Uhr war ja schon relativ früh an so einem Samstag. Ja, wenn man früh aufsteht, ist es auch schon mal Mittag, ne? Ja, dann ist es schon Mittag, das stimmt. Und jetzt in der Pause zwischen den 15:30 Spielen und dem Topspiel könnt ihr euch auch die Zwickauer Karriere reingönnen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und ja, wir gehen Richtung Winter hier. So sieht's aus, aber erstmal treffen hier alte Bekannte aus der dritten Liga. Und zwar den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben natürlich ordentlich durchrotiert. Wir müssen uns in der Liga noch vorne drin behalten, deswegen kriegen einige Youngster ihre Chance, können die auch deutlich nutzen. Also Schäfer, Groß, Verhagen, alle drei mit dem Tor und ein 3-0-Sieg für uns. Und so schnell geht es dann auch schon in der Liga weiter. Hertha Berlin steht auf dem Programm und ich würde einfach sagen, es ist ein sehr guter Gegner. Wir haben noch so eine halbe Rechnung offen, würde ich sagen, aus dem letzten Spiel der letzten Saison. Das war auf jeden Fall ein packendes Duell. Gehen wir rein, oder? Gehen wir rein. Wir haben gerade gesehen, die Herthaner mit dem Bundesliga-Top-Torjäger Arthur Cabral im Team, also das ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Alphon jetzt mit dem Ball am Strafraumrand, da wissen wir alle, wie gefährlich das ist. Huiuiui. Ans Gebälk, an die Stange. Kriegt der da schon ein bisschen Bartwuchs? Ja. Ich habe das Gefühl, der kriegt langsam ein bisschen Bartwuchs. So wie ich, so mit 22 kriegst du langsam was. Über Avoni. Der Ball in die Mitte zu Menar. Und das ist nicht das 1-0. Was? Wo geht denn da hin, hä? Drüber. Was ist das denn? Batey über links. Wir sind auf jeden Fall die drückende Mannschaft. Batey mit dem Abschluss. Und der Torhüter hält. Lopez ist es. Kriegt hier ordentlich was auf den Kasten, aber auch ordentlich Potenzial, hier was zu zeigen bei diesen ganzen Flugbällen. Ja, und er kriegt aber auch einiges um den Kasten, sagen wir so. Ja, das stimmt. Wir stehen uns auch manchmal einfach selbst im Weg. Ja. Jetzt mal über Knauf, Alphon, Batey, Alphon. Der hat hier die Schussbahn abgefälscht. Todibo klärt mit seinem Brustkorb zur Ecke. Hier sehen wir es nochmal. Guter Heel-to-Heel. Dann schön abgeschlossen. Wäre auch gut ins Eck gegangen, aber der Brustkorb von Todibo. Can hätte jetzt da ein Handspiel begangen. Boah. Rund gespielt worden. Und jetzt ist es in der Mitte gefährlich. Cabral. Och, Mann. Bruder. So bitter. Kunja hier mit dem 1-0 für die Hertha. Sehr unglücklich, muss man sagen. Sie haben sich hier auf der Seite gut befreit. Dann eigentlich gute Parade von unserem neuen Torhüter. Und Hefti war auch eigentlich gut reingegrätscht. Also beide hätten ihn eigentlich gehabt. Aber dadurch standen sie sich dann halt selber im Weg. Und der Abpraller landet halt bei Kunja. Und wir haben zwar mehr Chancen, aber die Hertha hat mehr Tore. So, und das war's dann auch für die erste Halbzeit. Leider gehen wir mit einem Rückstand in die Pause. Aber bei einem 1-0 kann noch alles passieren in der zweiten Halbzeit. Jetzt kommt Stachmann mit nach vorne. Gibt den aber erstmal ab, er ist ja immer noch nicht der Schnellste. Er gibt sich zwar immer Mühe, läuft immer schnell mit nach vorne, aber jetzt ist Tuta dran. Laufweg von Tuta hinterfragen wir erst gar nicht. Er ist da, er macht das Tor, also alles in Ordnung. So wichtig. Meine Fresse, hatten wir hier Chancen, ne? Ja, und dann kommt unser Innenverteidiger und sagt, ey, komm, da läuft er schon. Ich geht mal aus dem Weg jetzt. Das kann man sich ja nicht mit angucken von da hinten. Ne? Stach und Tuta mit einem gemeinsamen Laufweg. Und dann wahnsinniger Abschluss, Mann. Er hat dann den Abschluss, ne? Er ist torgefährlich, so aus dem Spiel heraus auch, ne? Aber was tut er da? Ja. Danach noch zwei Wechsel. Stach geht raus, Brott kommt rein und Abonihi geht raus und Groß mit einem Kasten hinten drauf nach dem Namen kommt auch wieder rein. Der bringt nach dem Training immer einen Kasten mit. Wenn er das tut, dann bin ich da sehr glücklich drüber. Ja. Der Mannschaft und dem Zeugwart und deswegen kriegt er vom Zeugwart dann halt... Stopp. Nach jedem Training ist halt tough, ne? Ach so, im Profibereich. Ja, zwei Autos. Nach dem Spiel meine ich natürlich. Aber gut, der Kader ist auch eigentlich groß genug. Also zwei Bier pro Tag ist auch nicht so schlimm. Oh! Ja, Cabral hat hier seine Athletik gezeigt, hat den Ball super runtergenommen, die Technik mit dazu und steht dann in der Mitte gegen Batey. Warum sich Tuta da wegorientiert und Batey einem Torjäger hinterlässt, fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Herr Juh, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Hat auf jeden Fall noch an irgendwas gelegen. Flanke war natürlich auch gar nicht so schlecht, aber Thiao könnte auch einen besseren Job machen, hat natürlich auch viel mehr Körper, aber darf natürlich auch keine Elfmeter hergeben. Und dann helfen wir hier dabei, dass Arthur Cabral seine Führung ausbaut an der Torschützenliste. Aber ein Mann hat was dagegen, und zwar Bonga ist reingekommen. Hier sehen wir ihn. Der hat auch Interessen an der Torjägerkrone. Krasser Trick. Ja, der Rosen hat uns hops genommen. Aber am Ende konnten wir es noch reparieren. Hefti legt sich den Ball aber viel zu weit vor. Und jetzt sind wir doch wieder am Struggeln. Aber Cabral macht Faxen. Kriegt aber einen Freistoß dafür. Für was?
Für was? Keiner von uns hat was gedrückt. Und der könnte teuer werden. Cabral geht auf jeden Fall erstmal raus. Kunja ist halt auch ein wahnsinnig guter Freistoßschütze. Tonali genauso. Ja, Tonali genauso. Krass. Also das Tor ist einfach geschenkt gewesen. Ja. Wir haben beide nichts gedrückt. Er hat sich irgendwie den Ball doof vorgelegt. Und dafür kriegt er einen Freistoß kurz vorm Strafraumrand. Und wir liegen 3-1 hinten. 6-Punkte-Spiel. Bisher sind es 6 Punkte an Berlin. Boah, jetzt wird's aber richtig bitter hier für uns. Also wie die sich da durchbacken die ganze Zeit, ist schon stressig. Und dann verlieren wir wieder das Kopfballduell. Also das ist wirklich... jetzt läuft's ein bisschen aus dem Ruder. Muss man sagen, haben sich nicht unbedingt verdient. Gar nicht eigentlich. Ey, wir sind mit Abstand die viel bessere Mannschaft. Ja. Und Hertha macht halt die Tore. Mal wieder ein Kopfballtor an den zweiten Pfosten. Ne? Da kann halt Batey dann gegen Schick halt auch wieder nichts machen. Es ist einfach bitter, muss man sagen. Also das Spiel, da hätten wir uns mehr erhofft, hätten auch ein bisschen mehr verdient, finde ich. Aber im Endeffekt holen wir hier gar nichts. Weil jetzt ist auch deutlich zu wenig Zeit, um hier noch 3 Tore zu machen. So müssen wir uns an die eigene Nase packen. Uns bei EA bedanken, dass sie... noch ein bisschen, nicht so nett zu uns waren. Noch ein bisschen dazu geholfen haben. Und am Ende holt hier Hertha ganz, ganz wichtige 3 Punkte bei uns in Zwickau. Und falls ihr euch fragt, warum wir die ganze Zeit rumheulen, das ist der Grund. Bittere Partie für uns auf jeden Fall. Naja, vielleicht klappt es ja in der Champions League ein bisschen besser. Wir spielen gegen den letzten Lokomotiv Moskau, haben bis jetzt noch keinen Punkt geholt. Wir hoffen natürlich, dass es so bleibt. Wir haben auch ordentlich durchrotiert, muss man aber dazu sagen. Langt trotzdem Abonihi und Bonga. Beide unsere Stürmer treffen Abonihi von der Auswechselbank reingekommen. Die entwickeln sich einfach weiterhin trotzdem sehr gut. Wir dachten eigentlich, es gibt ein Wiedersehen mit Möhring hier in Köln im Rhein-Energie-Stadion. Nicht weit weg von uns. Aber uns ist dann auch noch aufgefallen, der ist ZOM. Ja. 5-3-2. Schwierig da einen ZOM zu finden. Aber Schaub und Duda sind eigentlich auch ZOMs. Ja. Aber naja, da hat er irgendwie anscheinend ein Problem. Wie dem auch sei, es geschieht ihnen recht. Sie sind nämlich Letzter. Ja. Wer Möhring nicht gut einsetzt, der ist halt dann Letzter. Wir hoffen natürlich, dass wir uns die Punkte hier holen. Aus Köln, 3-0, easy Ding. Bonga, Cuisance und Jansen. Ja, Möhring auch nicht reingekommen. Schade für ihn. Wir können ja mal schauen, wie viele Spiele er überhaupt schon gemacht hat. Und er steht gar nicht im Kader? Steht nicht im Kader. Naja, wir schauen mal, wie viele Spiele er schon für Köln überhaupt in der Bundesliga gemacht hat. Scheinen ein paar gewesen zu sein. Also wir können natürlich die exakte Zahl nicht rausfinden. Aber Erich Möhring, 79, schon 2 hochgegangen bei Köln. Auch wenn er anscheinend die Spielzeit hier gegen uns jetzt nicht bekommen hat. Taiwo Awoniyi sieht seine Jungs jetzt mal wieder. Gegen Union Berlin geht's. Teuchert, Andrich, die haben noch 1-2 Leute, die aus der ersten Saison noch da waren. Wir hatten ja auch Union Berlin damals in der zweiten Liga, korrekt? Stimmt. Und jetzt haben wir uns auf jeden Fall deutlich besser entwickelt. Ich drücke einfach mal drauf. Und wir holen uns das 3-1 zu Hause. Cuisance, Knauf und Alphon. Dicker, der hat echt viele Tore, glaube ich. Irgendwie. Wir müssen gleich mal checken. Ja, 12 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. Das ist für einen Zehner nicht so schlecht. In der Champions League waren es auch noch 2. Und dann machen wir einfach mal weiter, oder? Da ist unsere Platzierung nämlich auch nicht so schlecht. Und mit einem Sieg, es wird ein Unentschieden. Aber es könnte sein, dass wir damit schon durch sein. Wir gucken uns mal die Tabelle an. Sind, meine ich natürlich. Und so sieht es auch aus. Wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Ajax Amsterdam. Können nicht mehr eingeholt werden. Und Tottenham, die kriegen wir leider auch nicht mehr. So, alle, die jetzt von unserer Stuttgart-Karriere da sind, einfach ganz kurz Augen zu. Wir hauen ganz kurz Stuttgart an die Wand, hoffentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon mal sage. Aber sie haben schon sehr viele von Stuttgart noch da. Cholinov, Klimovic, Mangala, Tommy, Kalajdzic, Karazor und Bredlo im Tor. Genau, hier. Genau. Ja. Alle, die die Karriere noch nicht gesehen haben, da oben. Da oben ist sie. Wir gehen einfach mal rein, oder? Bredlo, den Torhüter sollte man überwinden können. Der ist nicht so gut. Ja, den schießt du mit ins Tor. Sag ich dir ehrlich. Hat er im Pokal auch leider wieder gezeigt gehabt. Gut, 1 in der 89. ist dann vielleicht etwas knapp, aber langt. Aber ey, spannend. Und wir haben uns mal entschieden, wir haben hier den Pokal immer so vernachlässigt. Aber wir zeigen euch jetzt einfach mal eine Pokalnacht. Gehen gegen Hamburg. Karriere findet ihr da oben. Mal selbst rein und lassen auch mal ein bisschen die Jugendspieler da zappeln. Mit so einem ungefähren Durchschnittsalter von 19,4 gehen wir hier auch einfach mal in die Partie rein, würde ich sagen. Stach zieht es ein bisschen hoch, in Kansa zieht es deutlich hoch. Ja. Aber der Rest ist schon doch sehr jung. Und mit denen wollen wir jetzt mal gegen Hamburg, die auch ordentlich durchrotiert haben, wie ich sehe, da einfach mal die Punkte holen. Nee, nicht die Punkte holen, eine Runde weiterkommen. So rum. So sieht es aus. Die jungen Männer, alle irgendwie klein auch, ne? Ja, und von der großen Körpergröße sind eigentlich nur noch Tuta so ein bisschen, ne? Seiler natürlich im Tor und Stach halt übrig geblieben. Der Rest wuselt sich dann nach vorne durch. Oh, Hamburg hier zum ersten Mal. Auf Opoku steht er auch noch, aber Seiler ist da. Und jetzt geht's einfach mal schnell nach vorne, würde ich sagen. Wir hauen den Ball einfach mal. Bruder, schlag den Ball lang. Bruder hat den Ball lang geschlagen. Der Torwart traut sich nicht von der Linie runter. Und dann kommt Groß hier in die Mitte. Kommt ins Straucheln, kein Elfmeter und auch leider kein Tor beim anschließenden Abschluss. Ja, Hamburg spielt aber mutig mit nach vorne, muss man sagen. Hier schon wieder mit einem Vorstoß über Opoku die rechte Seite.
Und da hat nicht viel gefehlt zum Einschlag im langen Eck. Aber Groß macht hier richtig viele Läufe über rechts. Nimmt jetzt mal Knauf mit. Der ins lange Eck an die lange Stange. What? Oh, Wahnsinnsball. Mathieu Verhagen bleibt hängen an der Hacke vom Abwehrspieler. Aber Groß sammelt den Ball wieder ein und Verhagen hier, glaube ich, mit dem ersten Tor für uns in Zwickau. Jule ist ausbaufähig, aber da kann er sich noch dran gewöhnen dann. Ich dachte eigentlich, der Ball wäre schon weg, als ich ihn hier fast verloren habe, aber Tim und Groß zusammen haben den hier gut eingesammelt, dann weitergeleitet schnell auf Verhagen zurück und er darf dann einfach das Tor selber machen. Ich finde, Groß hat sich richtig gut entwickelt. Man sieht ihn schon so irgendwie als Veteran der Jugendspieler an. Ja, auf jeden Fall. Er kümmert sich so um alle immer. Der ist heute auf jeden Fall einer der Schlüsselspieler. Ja, hat hier so den Ball gesichert und dann halt perfekt durchgesteckt zu Verhagen, der dann einfach nur noch den Ball unterbringen muss im Tor. Und wir gehen jetzt mal mit einer 1:0 Halbzeitführung in die Pause. Somit werden wir weiter. Wir wollen natürlich aber auch noch ein bisschen mehr Tore schießen hier. In der Halbzeitpause kam dann noch Jansen, auch ein Jugendspieler, für Knauf auf die rechte Seite. So, Prott versucht hier, Jansen nicht in den Weg zu kommen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Über Umwege landet der Ball dann bei Schäfer. Der kann jetzt entweder die Flanke bringen oder selbst den Abschluss suchen oder den Pass in die Mitte. Verhagen hat den Ball. Prott steht ihm im Weg. Ball raus auf Groß. Groß! Alter, Alter. Ja, das hast du gemeint. Ne? Der ist halt einfach ein vollwertiges Mitglied der Mannschaft eigentlich und kein Jugendspieler. Genau. Der ist halt eigentlich First Team Quality. Ja, und dann knallst du so ein Ding auch einfach mal mega in die Maschen rein. Also, wenn man seinen Scout losschicken würde, würde man Stammspielerqualität eingeben, um Groß zu finden, oder? Ja, also sonst machst du so ein Tor nicht. Und das sieht auch dann schon ein bisschen besser aus, 2:0. Naja, wir sagen mal nicht, wir sind jetzt auf der sicheren Seite. Nee, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Kurze Frage, weißt du, ob Hamburg gerade Erste oder Zweite spielt bei uns? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber sogar Erste. Wir müssen, glaube ich, mal nachgucken gleich. Weil wir haben noch nicht gegen sie in der Liga gespielt, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja. Oh, aber egal wo sie spielen auf jeden Fall gut aufs Tor und haben sich hier das Tor von Opoku verdient. Da hat wieder ein Pass gelangt, um unsere Abwehr auszuhebeln. Ja. Das passiert, wenn Thiao nicht spielt. Genau, weil der hat 99 Pace und der kommt noch hinterher. So ist es nämlich. Du bist da ein Fuchs. Hier sehen wir es nochmal. Ja gut, also die Orientierung von der... Batei, ne? War es Batei? Ich glaube, Batei ist auf der Bank oder von Schäfer war es dann genau, wahrscheinlich. Ja. War jetzt nicht die beste. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Gut, so viel zu dem Thema. Das sieht jetzt auch schon wieder besser aus. Aber wir haben ja Groß und Verhagen holt sich hier den Ball sogar ab und gibt den Ball dann in die Mitte auf Groß und das Ding ist wieder gegessen. Amateurhaft verteidigt. Ja, oh, ich habe das Tor außerdem übersprungen, weil ich jubeln wollte. Gut, ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja schon ein paar Tore gesehen, von daher müssen wir jetzt die Wiederholung nicht. Gut, es war halt auch kein schönes Tor. Nee, weil. Es war halt auch quergelegt vorm Tor. War halt ein sweaty Goal. Verhagen kann er sich nicht durchsetzen, leider nicht. Nee, er verhake sich ein bisschen. Und Hamburg hat jetzt den Ball wieder zum Angreifen. Mal gucken, ob diesmal nicht so ein grober Stellungsfehler kommt. Kommt auch nicht. Da ist er schon wieder. Da ist er wieder. Und kann jetzt wen schicken? Wer wurde reingewechselt? Bonga haben wir für Groß gebracht. Boah, und zeigt dem ja seinen Körper. Gibt den dann rüber auf Jansen und Jansen haut das Ding dann zum 4:1 in die Maschen und ich würde mal auf Vorentscheidung tippen. Ja, würde ich auch tippen. Er war super durchgesetzt von Bonga, stellt er seinen Körper rein und muss einfach noch den Ball rüberschieben zu Jansen. Genau, und wir haben auch in den Zeitungen hier und da mal gelesen, er ist in einer schlechten Phase, deswegen zum Knoten platzen lassen. Ne? Hat er jetzt noch ein bisschen Zeit, die Vorlage hilft auf jeden Fall schon mal. Aber ein Gewissen für einen Stürmer ist halt nur rein, wenn er halt auch trifft. Ne? Vielleicht kann Bonga ja in diesem Angriff treffen, ne? Hat auf jeden Fall viel Platz vor sich, wenn der Ball von Stach jetzt kommt, da kommt er auch. Vielleicht Platz setzt ja der Knoten, stoppt nochmal ein bisschen ab, haut das Ding dann zum 5:1 rein. Und wenn gerade eben nicht entschieden war, ist es jetzt auf jeden Fall. Und Kasus Bonga hat auch wieder ein reines Gewissen. Ja, sehr schön. Kommt rein, Tor und Vorlage, besser geht's nicht. Schöner Pass im Lauf auch von Stach und dann hier schön abgeschlossen ins lange Eck. Und ich denke, die Messe ist gelesen. Das Tor war dann auch gleichzeitig der Endstand, 5:1. Schießen wir Hamburg aus dem Pokal. Wir schauen gleich, aus welcher Liga sie kommen. Wir waren auf jeden Fall, egal in welcher Liga sie sind, der Favorit. Und wir haben hier unsere Favoritenrolle auf jeden Fall auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch mit einer sehr jungen Mannschaft. In der ersten Bundesliga sind sie schon mal nicht. Dafür aber in der zweiten Bundesliga und bisher auf einem okayen Weg in die Relegation zu kommen. Ja, sieht relativ realistisch aus, ne? Ja, Freunde, so langsam müssen wir hier, glaube ich, Dauerwerbesendung oben ergänzen. Weil hier... Freiburg-Karriere, morgen im Stream um 13 Uhr, schaut da auch gerne vorbei. Es waren jetzt die drei Teams, mit denen wir Karriere auch machen, hintereinander einfach. Ja, war perfekt für uns, um die Werbung zu schalten. Ja. Wir wollten euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass hier mehr Projekte als Zwickau am Laufenden sind. Genau. Und die sind auch wirklich sehenswert. Und ich würde sagen, sehenswert wird auch die Klatsche, die Freiburg hier von uns bekommt. Wir sind heiß, oder? Ich will's hoffen, ja. Quasi komplette Startformation. Was?
Klassischer Fall von Mund zu voll genommen. 3 Schüsse, 3 Tore bei Freiburg. Man strauchelt halt manchmal als Top-Club gegen Freiburg. Demirovic wäre ein guter Kickbase-Spieltag für dich gewesen. Wäre super Kickbase-Spieltag gewesen, sag ich dir sowieso. Zum Abschluss dieser Episode seht ihr, wir machen Jugendforscht. Ja. Erfahrung sammeln ist angesagt. Auch mal gegen Saint-Maximin, De Bruyne, Rafinha, Martinez, Rote, Herrera rein. Einfach mal reinwerfen. Wir können weder hoch noch runter in der Tabelle der Champions League. Deswegen ist es relativ egal, wie das Spiel hier ausgeht. Deswegen dachten wir einfach mal, unsere jungen Jungs, angeführt von Captain Stach. Genau. Ziehen hier in die Schlacht. Und wie hoch geht's aus? 1-0, ey, haben sich wacker geschlagen. Und haben auch gut mitgespielt. Ja. Also klar, Tottenham war besser, aber sie haben gut mitgespielt gegen eine sehr gute Mannschaft. Wie gesagt, ist das jetzt aber das Ende der Episode. Wir sind in der Bundesliga auf Platz 4. Natürlich hat die Hertha ein Spiel mehr, da können wir aber auch nur mit einem 4-0 vorbei. Also Platz 4 ist erstmal das Realistische, wo wir jetzt gerade stehen. Finde es eigentlich ganz gut nach 14 Spielen. Wie gesagt, in der Champions League auch weiter. Aber alles, was jetzt danach kommt, inklusive Transferphase, seht ihr in der nächsten Folge. Genau, das Achtelfinale in der Champions League wird noch ausgelost. Mal gucken, was wir für einen Gegner bekommen. Das seht ihr in der nächsten Folge natürlich auch. Transferphase hast du schon angesprochen. Lasst gerne ein Like auf das Video da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been